Dies alles führte zu grundlegenden Zweifeln am modernen Paradigma Europas und Amerikas. Deshalb sehen heute islamistisch orientierte Muslime und Muslimas im islamischen Staat die große religiös-politische Alternative zum säkularen Staat Atatürks. Angesichts des religions- und morallosen Materialismus im Westen wie im Osten suchen sie eine neue geistige Basis für Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Im Glauben an den einen Gott, in Unterwerfung unter seinen Willen, unter seine Gebote. Andere aber, laizistisch denkend, fordern mehr denn je eine radikale Trennung von Religion und Politik. Steht man vor dieser gewaltigen Hängebrücke über den Bosporus, die früher niemand für möglich gehalten hätte, diese Brücke zwischen Europa und Asien, Okzident und Orient, alter und neuer Zeit, dann fragt man sich, was wird wohl die Zukunft sein für diese Stadt, diesen Staat voller Gegensätze, was wird die Zukunft sein für den Islam hier und in anderen Ländern? Wer werden die Erben sein, dieser 1300-jährigen Religion und Kultur? Werden es die Modernisten und Säkularisten sein, die meinen, auf Islam, Religion überhaupt verzichten zu können? Oder aber die Traditionalisten, Fundamentalisten, die mit einer genauen Befolgung der religiösen Schriften meinen, diesen Gesellschaften wieder ein neues geistig-moralisches Fundament geben zu können. Ich möchte hoffen, dass sich weder die einen noch die anderen voll durchsetzen, sondern dass diejenigen wieder größeres Gewicht bekommen, die Substanz des Islam bewahren wollen, aber zugleich die Botschaft des Koran in die heutige Zeit hinein zu übersetzen versuchen. Also weder ein gottloser Säkularismus noch ein weltfremder Fundamentalismus, vielmehr eine Religion, die gerade den Menschen von heute wieder einen Sinnhorizont, ethische Maßstäbe und eine geistige Heimat zu vermitteln vermag. Eine Religion jedenfalls, die nicht trennt und spaltet, sondern eine Religion, die verbindet und versöhnt. Denn was unsere Zeit vor allem braucht, sind Brückenbauer. Brückenbauer im Großen und im Kleinen. Brückenbauer, die bei allen Schwierigkeiten, Gegensätzen, Konfrontationen doch das Gemeinsame sehen. Das Gemeinsame vor allem in den ethischen Werten und Haltungen, die sich zu diesen gemeinsamen ethischen Werten und Maßstäben bekennen und sie auch zu leben versuchen. Wer von uns könnte nicht endlos klagen über all das Leid und Elend dieser Welt? Aber wer von uns könnte bestreiten, dass auch immer wieder Menschen, im Großen wie im Kleinen, diese zerrissene Welt zum Besseren verändern können, verändert haben, verändern wollen? Gerade ihnen möchte ich Mut machen, nicht mit einer verstiegenen Utopie, vielmehr mit einer realistischen Vision. Für mich steht fest, kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische Maßstäbe. Kein Überleben unseres Globus ohne ein globales Ethos, ein Weltethos.